Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Neko, die neugierige Chamäleon-Dame, wurde uns jetzt in dem Champion-Trailer geteasert. Und ich möchte einfach mal kurz mit euch durchgehen, was die Dame kann. Denn die richtigen Fähigkeiten, die werden wir wahrscheinlich erst im Laufe des Abends oder morgen erfahren. Auch die Zahlen kommen immer ein klein bisschen später. Doch wir können in diesem Trailer schon ganz genau sehen, was sie alles kann. Und ich finde das echt interessant. Ich denke mal, sie wird ein Midlaner werden. Oder unter Umständen auch so ein bisschen Off-Meter-Support, aber da komme ich später noch dazu. Prinzipiell, wir haben hier einen Ezreal, der läuft weg. Hier kommt ein Ezreal wieder raus. Und es entpuppt sich als Neko, die dann eine Fähigkeit hier nutzt, beziehungsweise zwei Fähigkeiten. Und hierbei sehen wir eben, wie gesagt, schon zwei Fähigkeiten. Zum einen haben wir hier diesen grünen Kreis, keine Ahnung, ist ein Skillshot, ist ein Root, wenn es trifft. Und dann haben wir noch einen Skillshot, beziehungsweise du castest halt irgendwo ein AOE hin, fliegt von ihr los. Und das ist halt ein Bereich, der Schaden macht. Wir können das hier ganz gut sehen, weil das in pulsierenden Abständen Schaden macht. Wenn wir es ganz langsam machen, plopp, plopp. Ja, so wie die Pflanze halt eben ist, kann man ganz gut sehen, dass es eben Damage macht. Also, schon mal hier zwei Fähigkeiten. Wir haben auch die dritte Fähigkeit praktisch gesehen, dass sie einen verpartnerten Champion imitieren kann. Das sehen wir hier auch nochmal. Das Ganze ist halt ganz gut, um Leute zu verwirren, wie das eben hier der Fall ist. Ich denke allerdings, dass das die passive Fähigkeit ist, ne? Dass du nur in der Nähe sein musst, Rechtsklick drauf und dann bist du eben dieser Champion. Was dabei interessant ist, sehen wir jetzt in dieser Situation hier. Wir haben hier eine Neko, die einen Warwick imitiert. Dieser Warwick hat halbes Leben. Kha'Zix denkt sich, geil, snack ich mir. Level 7, bin Level drüber. Und sobald er drauf springt, also praktisch Neko Schaden erleidet, kommt die Rückverwandlung, hatte volles Leben und macht dann ihr Ding da. Und hier sehen wir jetzt dann auch die letzte Fähigkeit, also letzte normale Fähigkeit, und zwar so ein klein bisschen ein Illusionszauber, dass du dich auf Wunsch teilen kannst. Also, dass du irgendwo einen Klon nach links schickst und du selber nach rechts, ähnlich wie bei LeBlanc. Nur, dass hier, glaube ich mal, eine Fähigkeit ist und keine passive, die halt einen bestimmten Triggerfaktor hat. Sondern, dass du eben sagen kannst, okay, ich möchte jetzt mich teilen. Ist ganz cool. Ist auch sehr interessant, dass sie da das praktisch auf vielfache Art und Weise die Gegner verwirren kann. Du kannst eben dich mit jemandem klonen und dann da nochmal sagen, okay, ich teile mich jetzt. Ja, das ist auch auf beide Arten und Weisen möglich. Was ich hier jetzt ein klein bisschen verwirrend finde, da machen wir die Geschwindigkeit kurz mal wieder runter, ist die Interaktion, die wir hier haben. Wie gesagt, hier zuerst die passive Nutzung, dann die E-Nutzung, dass man den Klon hier rüber laufen lässt. Und hier hat man einen Auto-Attack gemacht. Normalerweise sah es bisher so aus, wenn du einen Auto-Attack machst, wenn du eine Fähigkeit nutzt, dann verwandelst du dich zurück. Aber beim Auto-Attack scheinbar nicht, oder der wurde noch abgebrochen. Hier sehen wir wieder die Q. Dann aktiviert sie ihre Ultimate. Diese Ultimate hat einen unfassbar großen Radius. Im Prinzip so groß wie eine Zyra-Ulti, wie eine Gangplank-Ulti oder sonst was. Das Ganze hat zwei Instanzen, das heißt, sie aktiviert das Ganze. Dann springt sie während dieser Animation der Ultimate hoch. Und wenn sie dann wieder runterkommt, zack, kommt der Schaden rein. Und das heißt dann praktisch, du musst in irgendeiner Art und Weise dazu in der Lage sein, den Gegner zu binden. Was du mit deiner Q, schätze ich mal, machen kannst, also mit dem Root. Und dann hast du einen gecatcht, kannst deine Ultimate nachsetzen und machst da ziemlich dicken Schaden. Sah jedenfalls so aus. Was ich allerdings jetzt hier ein bisschen bemängel ist, es kommt natürlich für mich sofort der Gedanke, könnte ein Supporter sein, könnte man als Support nutzen. Aber man muss da aufpassen. Man hat einen Root. Das ist das Einzige, was sie supportfähig macht im Großen und Ganzen. Und wenn wir sagen, wir möchten einen Champion aufgrund eines Roots haben, dann haben wir eine Morgana. Ja, eine Morgana, die hat einen 3-Sekunden-Root. Und einen Black Shield. Also die ist auf jeden Fall supportfähiger, als jetzt hier Neko das unter Umständen hinkriegt. Deswegen da gar nicht mal dran denken, dass man sie auf der Supportposition spielen sollte. Ich denke, es ist ein Midlaner. Ich glaube, es ist auch so angeteasert worden, dass der nächste Champion ein Midlaner sein soll. Und von dem her, ja, es ist ein akzeptables Kit. Es ist tatsächlich nicht overloaded, wie man das sonst so von Riot gewohnt ist. Es ist allerdings sehr schwierig, jetzt zu sagen, okay, Riot hat so ein bisschen den Hang momentan, dass sie rumspielen, ne? Mal Akali, die wahre Unsichtbarkeit, jetzt hier mit zigtausend Klonen und du klopfst auf den Falschen und weißt nicht, ob das dann der Richtige ist oder wie das gehandhabt wird.
Ich muss sagen, es ist interessant, was dabei herausgekommen ist. Mir gefällt's. Ich bin gespannt auf die Zahlen, die wir natürlich dann die Tage erst erhalten. Aber ihr seid jetzt mal ein klein bisschen darüber informiert, dass das kommt. Ja, nicht jeder hat das bisher gesehen. Und vor allem, ihr wisst vor allem schon die Fähigkeiten. Ich denke mal, das ist hier sehr, sehr gut offensichtlich gewesen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.